wollen. Wenn ich mich recht entsinne. So. Ja. Auch nice. Die gehen da was untersuchen, da in Nordfall. Und wenn sie rauskommen, ist das Polizeiauto weg. Schön. Mir gefällt das. So, wo muss ich denn hin? Da unten hin. Ja, und wie ihr das ja von mir kennt. Oh, genau. Mörder, genau. Ich fahr kurz auf den Bürgersteig. Mörder, Mörder. Oh Gott, bin ich ein böser Mensch. Ja, ich bring dich auch gleich um, Mann. Aber ich will jetzt nicht. Okay, bis gleich. So, Leute. Mir ist der Rechte schon wieder abgestürzt. Aber ganz kurze Ansage. Ich hätte einfach so weitermachen können, wenn ich mir nicht gerade was aufgefallen wäre. Und zwar hieß es bei mir gerade auch noch. Jo, wenn du Bock hast, dann fahr doch auch erst noch bei Lukas Bertone vorbei. Denn der hatte vielleicht noch einen Job für dich. Noch ein Lukas Bertone-Job, ja? Na gut, dann nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Vielleicht kriege ich jetzt ja mal wieder einen Rennwagen. Das wäre ja auch mal eine geile Aktion. Ich meine, was soll ich jetzt noch von einem Wagen bekommen? Die Wagen, die ich jetzt habe, sind wirklich in Ordnung. Die fahren sich wirklich super, sind wirklich schnell genug. Und naja, da brauche ich eigentlich nichts anderes mehr, muss ich zugeben. Aber ich will ja auch die Optionalscheiße immer gemacht haben. Bisher ja auch immer gemacht. Oder ich weiß, ich glaube, die erste habe ich irgendwie angeblich verpasst oder so. Ist irgendwie nicht mal so ein Kommentar. Aber ich wüsste nicht, wann. Ich bin eigentlich immer hingefahren, wenn ich die Möglichkeit hatte. Ja. DH, das werde ich auch jetzt tun. Und dann gucken wir nochmal, was daraus passiert. Gut, dann bis gleich. Bertone! Da sind wir. Okay, Bertone. Dann zeig mal, was das... Jo, jetzt ist er nicht da. Hallo? Hey, Bertoli, alles klar bei dir? Hey, Tommy, du siehst kaputt aus. Das bin ich auch. Und zwar nicht ohne guten Grund. Was ist passiert? Ist egal, aber ich bräuchte einen guten Wagen von dir, Lukas. Ich hätte genau das Richtige. Klasse. Was brauchst du heute? Ich muss wissen, wo ein bestimmter Typ steckt. Er schuldet vielen Leuten viel Geld. Und ich bin einer davon. Wo kann ich ihn finden? Eine Nutte kümmert sich um ihn und bringt ihm Essen und, naja, Zeug. Aber keiner weiß genau, wo er ist. Ja, du musst sie finden und erfahren, wo er steckt. Um alles Weitere kümmere ich mich dann. Und wo finde ich sie? Sie arbeitet in dem Hotel, in das du 32 ein Loch geblasen hast. Wenn du dort auf sie wartest, führt sie dich bestimmt zu ihm. Und dann? Wenn sie nach Hause geht, kommst du hierher und sagst mir, wohin sie gegangen ist. Okay. Okay. Was? Okay, gut, dann gehen wir doch da mal hin. Wo ist das? Ah ja, da waren wir ja schon mal. Und gut, dann sehen wir uns erstmal gleich dort. Mal sehen, was da jetzt... Ich glaube, die verwerten alles wieder. Ich meine, den Flughafen haben sie wieder verwendet. Den Hafen haben sie wieder verwendet. Jetzt verwenden sie das Bordell auch nochmal wieder. Gut, schauen wir uns das nochmal an. Bis gleich. So, then, das ist sie wohl. Oh, sie geht schon. Folgen wir doch mal hinterher. Sie ist ein bisschen suspicious, dass ich hier hinterherlaufe, glaube ich. Naja. Naja. Hey, Süße. Komm mal her. Ja, ja, langweilig. Seh zu. Vielleicht muss ich der denn jetzt wieder folgen. Sie wird jetzt bestimmt zu dem Haus da in der Mitte laufen. Vor allem, Sam, ja, los, komm, wir müssen uns unbedingt treffen in der Kunsthalle. Los, seht zu. Jo, alles klar, ich fahre doch bei Bertone vorbei und mache noch einen Job für den. Wie auch ein Glück habt, dass sie gerade in dem Moment, wo ich ankomme, geht. Ja, ich bin ja ganz froh drüber eigentlich. Muss nicht warten. Also definitiv ein großes Manko ist, das Spiel geht sehr, ungroßzügig mit der Zeit der Spieler um. Die Fahrzeiten sind teilweise echt episch. Sie guckt doch die ganze Zeit so suspicious. Wir fahren ja das Ding direkt auf den Kopf. Meine eigene Anzeige. So. Ja, ja. Wenigstens muss ich den nicht selber umlegen, den Kerl. Muss auch wissen, wo er ist. Die optionalen Missionen sind eine ganz nette Idee, aber immer mit viel Zeit und viel Langweilerei verbunden, weil sie eigentlich ja halt nicht so episch inszeniert sind. Das Dumme ist, man muss sich die Autos immer noch selber holen. Die haben teilweise gewisse Schwierigkeiten dabei. Der letzte Typ, den habe ich jetzt letztes Mal das Auto, des roten Wagen, direkt, als er losgefahren ist, geklaut. Also, war überhaupt nicht schwer.
Was ist der? Ist das nicht die Kirche, wo wir damals rumgeballert haben? Aber ich alles weiterverwerten, ne? Ja, jetzt muss ich wohl aussteigen. Na? Jetzt hat es den Grund, mal ein bisschen suspicious zu sein. So. Okay, ich habe mich weggebackt. Toll. Jo, und bin tot. Toll. Ja, schön. Alles umsonst. Ach, Leute. Das geht mir jetzt auf den Sack. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen, nur weil ich mich durchgeglitscht habe durch die Wand. Scheiße. Na gut, bis gleich. Okay, Leute, diesmal probieren wir es mit der ruhigen Version. Und gehen einfach mal hinterher. Und die soll ich ein bisschen mehr Abstand gehalten. Sie hat mich jetzt anscheinend nicht gesehen. Also sie hat sich nicht einmal nach mir umgeblickt oder so, was sie sonst getan hat. Ich immer ein bisschen mehr Abstand gehalten habe zu der alten Dame. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie reagiert. Aber ich denke, sie geht in die Kirche. Oder auch nicht. Okay. Ach ja, die Kirche. Habe ich da einen Blutgott veranstaltet in dem süßen Ding? Naja. Naja. Ach ja, wie das einfach nur dauert. Da geht sie dahin. Ich hätte doch mit Auto fahren können. Oh. Alter! Hey, ich sehe die Kleine nicht mehr. Okay. Och, wie langweilig doch. Da rennst du wieder durch die halbe Stadt, nur wegen so einer alten Tusse. Hm. Na, wenigstens ist er auffällig. Jetzt glitscht sie sich da an dem Typen da dran. Kann nicht richtig latschen, weil der so sie aufhält. Toll. Ich hoffe, dass der Typ in eine andere Richtung abbiegt gleich. Also wenn sie abbiegt, geradeaus weitergehen oder was auch immer. Mir egal, Hauptsache in eine andere Richtung. So. Ja, nein. Doch. Jetzt hat sie mich anscheinend bemerkt. Oriental Beer? Da geht's rein. Na, das scheint mir ja ein echter Volltreffer zu sein. So. Gut, dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Dann werde ich jetzt erstmal zu Luki zurückfahren. Luki, Luki, Luki! Und dann kann Luki da Luki, Luki machen bei ihm. Ihr und ihm. Und den da ein bisschen aufs Korn nehmen, da ist mir auch total Pelle. Ich schneide den Weg raus. Und schon bin ich wieder an Ort und Stelle auf der gleichen Welle. Und heilen uns erstmal. Weil ich schon wieder irgendwo reingerast bin. Völlig unnötig, aber ich hab's getan. Hallo. Ich hab ihn gefunden, Lukas. Er wohnt in Downtown, an der Ecke der Straße bei der Kirche. Ha, fantastisch. Hat er dich gesehen? Nein, also wo ist der Wagen? Klar. Kennst du den Gebrauchtwagenhandel in der Stadt? In Richtung Chinatown? Ja, genau. Da steht er. Ein aufgerüsteter Sportwagen mit Vorderradantrieb. Mua. Inwiefern ist der besser als der normale? Naja, bessere Leistung. Und die Beschleunigung ist tausendmal besser, auch wenn der Wagen vollkommen normal aussieht. Aber sei vorsichtig, wenn du ihn dir holst. Der Besitzer hat den Wagen ja nicht zum Verkauf angeboten und er hat ein paar sehr bissige Hunde. Ich mach das schon. Ach, ich muss schon wieder Leute umhauen. Stehle den Tor 812 vom Bazar in China... Falsche Richtung. Vom Bazar in Chinatown. Okay, das ist da oben. Naja, Gott. Ich bin's ja schon gewohnt, lange Wege zu fahren mittlerweile. Dann werde ich diesen Weg auch noch fahren. Hey, ich habe es schon wieder geschafft, gegen eine Wand zu brettern. Nicht gegen eine Wand, gegen einen anderen Typen, der mir frontal reingerast ist, weil er einfach mal meinte, wenn ich gerade ausfahren will, biegt er einfach mal links ab, klar. Und da hat er keinen Bock gehabt auf Vorfahrt, hat er mir gesagt, ach nö, knallen wir die doch mal rein. Und ich bin natürlich der Leidtragende. So, er hat ein paar sehr bissige Hunde, ja. Mhm. Okay, und wo ist dieser lustige Wagen? Das mit den unten war ja ernst gemeint. Ach du Scheiße. Ah, okay, gut. Nehmen wir mal so hin. Vorsicht! Okay. Welcher von diesen lustigen Wagen ist es denn? Muss ich dieses Schloss knacken oder kann ich einfach so rein? Hm. Habe ich denn Waffen dabei? Jo, ich habe eine Cold Detective. Verstecken, da ist ein Polizist. Oder? Ja, das ist ein Polizist. Aber eigentlich bräuchte ich sowieso Munition.
tust du. Nie wieder. Und da haben wir eine Waffe mit Munition. Ist das Problem auch gleich erledigt. So, jetzt holen wir uns doch die Hunde. Hallo? Na? Oh, lad nach, du asoziales Stück. Okay. Ja, mir gefällt das gar nicht von der Munition her gerade. Irgendwie funktioniert es auch nicht. Ich kann einfach nicht diese Typen abschießen dort. Diese dummen Hunde. Okay, probieren wir nochmal das Schloss abzuknallen. Das hat geklappt. Okay. Hund 1. Hund 2. Okay, nochmal. Und 2. Nein! Och man. Und 3. Ne, das war ein 2. Das ist ein 3. Und da ist ein 4. Und das war's mit den Hunden. Okay. Wir haben Ruhe. Und wir haben ein Auto. Und wir haben natürlich wieder richtig schön Health verloren. Aber das müsste seine Wagen. So, und der soll jetzt tätierst abgehen wie die Sau. Ach, was eine Scheißmission schon wieder. Treffe Sam an der Kunsthalle. Mehr ist nicht mehr. Naja, aber ich meine, wir brauchten eh Munition wahrscheinlich. Ich hatte ja keine Waffe. Aber jetzt habe ich einen an der Waffe. So. Gut, dann fahren wir zur Kunsthalle. Und weil ich ja so ein netter Kerl bin und euch nicht mit diesem Scheiß hier belasten möchte, wird das wieder rausgeschnitten. Bis gleich.